Hallo, Herr Born! Hallo, Genesene, Geimpfte, Impffreie, liebe Klardenker! Hallo, Partnerstädte! Hallo, Freunde aus anderen Orten, die heute zu uns gekommen sind, um uns zu unterstützen für ein friedliches Miteinander und gegen einen staatlich verordneten Impfzwang zusammen auf die Straße zu gehen. Herzlich willkommen! Zum Beispiel Haiger, wo seid ihr? Dillenburg! Breitscheid, Siegen, Wetzlar, Limburg, Bicken, Marburg. Wahnsinn, Dankeschön. Natürlich auch herzlich willkommen an die anderen Städte, wenn ich die hier nicht aufgeführt habe. Danke, dass ihr da seid. Dankeschön. Zu meiner Person. Ich bin der Thomas, bin Initiator von Herborn steht auf. Ich bin Unternehmer, friedlicher, parteiloser Herborner Bürger, nicht mehr in der Kirche, Versammlungsleiter dieser heutigen friedlichen Demonstration und Initiator von Herborn steht auf. Hallo Herborn, seid ihr da? Warum machen wir die Demo? Unsere Demo ist eine friedliche, demokratische und nicht politisch motivierte Veranstaltung. Wir gehen hier alle für eine freie Impfentscheidung, Menschlichkeit und gegen die Spaltung der Gesellschaft sowie für Frieden, Freiheit und Demokratie auf die Straßen. Wir sind keine Corona-Leugner. Punkt. Recht herzlich begrüßen möchte ich unser Herborner X-Team und das X-Team aus Wetzlar mit unserem lieben Freund Heiko Schuster. Hallo Heiko! Ferner möchte ich begrüßen unsere Unterstützer aus Fernwald sowie alle freiwilligen Helfer und Ordner. Ihr seid mir alle sehr ans Herz gewachsen. Dankeschön! Einen großen Applaus auch für unsere heutigen Redner. Ich weiß nicht, ob sie schon alle eingetroffen sind, die teilweise einen weiten Weg vor sich haben. Die kommen aus Hamburg, aus Duisburg oder Limburg zu uns und haben den weiten Weg nicht gescheut, um für euch zu sprechen. Dankeschön und Applaus für die Redner. Ferner begrüße ich auch unsere Mitbürger aus vielen Nationen. Dobri den! Shalom! Jin dobre! Salam alaikum salam. Buongiorno. Buenos dias. Merhaba. Kalimera. Bonjour. Und hello, good afternoon, England. Und Howie, hello again. Noch viermal impfen, dann ist Silvester. Sollte ich jetzt hier eine Nationalität vergessen haben, ich winke euch zu. Herzlich willkommen. Vielen Dank nochmal für das Ordnungsamt oder an das Ordnungsamt und die Polizei und die tolle Zusammenarbeit. Applaus. Weiterhin begrüße ich Vertreter aus der Herborner Politik. Dazu kann ich sagen, dass ich gestern am späten Nachmittag spontan Herrn Andreas Gräfe, den kannte ich bisher auch noch nicht, den Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins angerufen habe, da ich ein gutes Gefühl hatte. Denn der Beitrag der örtlichen Parteien auf Facebook fand ich bis auf Kleinigkeiten sachlich und freundlich. Und wenn ich jetzt richtig gelesen habe, sind wir gar nicht so weit auseinander. Weil wir es schon bei der letzten Demo in Wetzlar bei den Gegendemonstrationen festgestellt haben. Also eigentlich haben die das gleiche Ziel wie wir.
Sie haben bloß noch nicht kapiert, dass wir keine Nazis sind. Aber das kriegen wir aus den Köpfen auch noch raus. Also die Politiker, dieser Zusammenschluss der verschiedenen Parteien aus Herborn hat geschrieben, wir rufen alle mit Bürgerinnen und Bürger zu einem friedlichen Miteinander auf, zu Dialog und Austausch. Lassen Sie uns als Herborner Bürgerinnen und Bürger in dieser Pandemie weiter zusammenhalten und solidarisch füreinander einstehen. Meine Frage ist nur, von welcher Seite muss diese Solidarität kommen? Wo treffen wir uns? Weiterhin schreiben Sie, mit großem Unverständnis haben wir daher die als Spaziergänge deklarierten Demonstrationen in den vergangenen Wochen erlebt, bei denen die jeweils geltenden Abstandsregeln und die Maskenpflicht nicht immer gebotenen Umfang eingehalten wurden. Meine Frage, wer prüft die Abstände auf dem Wochenmarkt? Wer im normalen Stadtgeschehen in der Fußgängerzone? Da kräht kein Hahn nach. Ständig sehen wir Politiker ohne Maske herumlaufen. Vom Landrat wissen wir, dass er Abstände und Maske auch nicht unbedingt so ernst nimmt. Sie, die Parteien aus Herborn, rufen zu einem friedlichen Miteinander auf, sowie zu einem Dialog und Austausch. Wir sind bereit. Wir reichen Ihnen die Hand und wir werden in wenigen Tagen alle Bürgermeister des Lahn-Dill-Kreises und den Landrat zu einem runden Tisch aufrufen. Vielleicht mag Herr Bouffier ja auch dazu kommen. Herborn steht! Herborn steht! Ganz besonders, und wo sind Sie, möchte ich unsere Medis begrüßen. Unsere medizinisches Personal und Pflegekräfte. Hier stehen, und das sollten sich die Politiker auch anhören, 40 Pflegekräfte und Arbeitnehmer aus dem medizinischen Bereich, stellvertretend für einige tausend Kräfte aus dem Lahn-Dill-Kreis, die gegen die staatliche diktierte Impfung auf die Straße gehen. Und nicht nur die gehen im Moment sprichwörtlich durch die Hölle. Sie lieben ihren Job. Die Gesellschaft braucht sie, weil leider die vulnerablen Menschen, was für ein Wort, nicht wie früher in ihren wohlverdienten Ruhestand bei Kindern und Enkelkindern zu Hause verbringen dürfen. Nein, sie werden in das Altersheim abgeschoben und fristen seit Corona ihr Dasein. Und das seit fast 2 Jahren. Abgeschottet, verunsichert und nach der dritten Spritze immer noch gefährdet, weil die Impfungen erwiesenermaßen nichts bringen. Und diese Arbeitskräfte, die sich um diese alten Menschen oder Patienten aufopfern, kümmern, die ihren Beruf lieben, teilweise alleinerziehend sind, tritt unser Politbüro in Berlin sprichwörtlich in den Arsch. Sie treten sprichwörtlich in den Arsch, wenn sie sich aus diesem Impfexperiment nicht beugen und berechtigterweise Angst, wie wir alle hier, um ihre Gesundheit haben. Das ist ein perfides Spiel und das wird zulasten unserer Gesellschaft gehen. Ja, 2020 sollte noch für Pflegekräfte geklatscht werden und heute schämt euch da oben. Und hier noch ein klares Statement, ihr kennt es vielleicht schon. Mit uns werden vielleicht auch Menschen gehen, deren politische Gesinnung uns unbekannt ist. Auch diese Menschen haben Angst um ihren Job, ihre Kinder und ihre Familien. Und sie haben begründete Angst von diesem Impfexperiment, das die durchschnittliche Sterblichkeitsrate auf über 30% über dem Normalwert getrieben hat. So viel kurz zum Erfolg dieses Impfexperiments, bei dem sich Geimpfte vor Ungeimpften schützen müssen. Was ich sagen will, auch diese Menschen sind uns herzlich willkommen. Wir sind die friedliche Mitte der Gesellschaft. Wir haben Charakter. Wir sind standhaft. Wir sind Klardenker. Und wir halten zusammen. Für
Für unwahre Darstellungen über unsere Bewegungen auf Internetseiten wie der Dritte Weg können wir genauso wenig wie für miese Presseberichte oder Videos von der Hetzcam aus Wetzlar, die nichts anderes wollen, als Müll über uns und auch speziell meine Person auszukippen. Und das gilt auch für Heiko Schuster. Ihr habt vielleicht alle diesen Bericht gelesen in der Zeitung. Wir haben heute sogar eine ganze Seite gekriegt, wie meine Person, auch die von Heiko, in den Dreck gezogen wird. Also, ich habe heute Morgen bis 3 Uhr an diesen Reden geschrieben und ich habe um 11 Uhr circa diesen Bericht gelesen. Ich war natürlich erstmal platt. Und ich gebe zu, das mit den Maulwürfen habe ich gesagt und ich möchte hier auch mal eine Stellung zu abgeben. Wir haben am Heiligabend für Kinder und Eltern eine Lichterkette machen wollen in Niederscheld. Wir haben uns auf zwei gegenüberliegende Hügel gestellt. Und ich hatte gedacht, dass ungefähr 1000 Leute kommen und wir uns gegenseitig auf diesen Hügeln bescheinen. Wir haben noch eine Drohne bestellt, die das gefilmt hat. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Und ich habe im Vorfeld, um diese Veranstaltung zu schützen, weil es eine besondere Sache war, eine gefühlvolle Sache, habe ich mich leider zu verleiten lassen, salopp zu sagen, und wir kennen Stellen im Wald, an die wird euch niemand jemals wiederfinden. Das habe ich gesagt, das war salopp und das war zum Schutz dieser Veranstaltung am Heiligen Abend. Ich entschuldige mich dafür, ich wollte da niemanden angreifen, das ist mir wirklich so rausgerutscht. Aber das ist zur Erklärung. Ja, ich bin jetzt auch recht platt. Ich habe hier noch ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Ich spaß mir. Ich bin unwahrscheinlich stolz zu sehen, was unsere Bewegung hier erreicht hat. So viele Leute, das ist der absolute Hammer. Vielen Dank. Herr Bonn steht. Ja. Herr Bonn steht. Ja. Herr Bonn steht. Ja. Dankeschön. So, wir sammeln natürlich noch Spenden ein nachher. Diese Veranstaltung hat eine ganze Menge Geld gekostet. Wäre schön, wenn ihr euch mal in einer Kleinigkeit beteiligt. Müsst ihr natürlich nicht, aber wir freuen uns sehr darüber. Ganz wichtig nochmal, wir wollen, dass diese Demonstration friedlich bleibt. Für unsere Kinder, für unser Land. Friede, Freiheit, Demokratie. Wir sind hier. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Ja.